Am Südrand des Mittelmeeres hat eine Völkerwanderung begonnen. Wir sind zu Fuß gekommen. Wir haben manchmal den Zug oder einen Bus benutzt und sind auch gelaufen. Es ist der größte Ansturm an Flüchtlingen auf Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt Gerüchte, wonach noch weitere 20.000 Flüchtlinge von der griechischen Grenze hierher kommen sollen. Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, dem Kosovo, Albanien, dem Irak oder Eritrea. Aber eine der Hauptursachen für diese Massenflucht ist der Krieg in Syrien. Ich bin so müde von den Kämpfen und möchte beim Aufwachen weder Raketen noch Schüsse hören. Mein Vater, meine Schwester und meine Mutter leben in Syrien und ich bin so traurig, dass ich ohne sie leben muss. Die Menschen glauben nicht mehr an eine mögliche Rückkehr in ihre Heimat. Auch im fünften Kriegsjahr ist kein Ende in Sicht. Ich bin auf der Suche nach einem besseren Leben, nach Frieden für meine Kinder und für meine Frau. Schätzungen zufolge sind 4 Millionen aus Syrien geflohen. Innerhalb Syriens sind weitere 7,6 Millionen vertrieben worden. Was macht ihr dieses Kind jetzt ohne Schule? Keine Arabische lernen, keine Englisch, keine Deutsch, keine überhaupt nicht. Was macht ihr die Kinder? Von Europa versprechen sich die Flüchtlinge Sicherheit und ein halbwegs normales Leben, vor allem für ihre Kinder. Die meisten von ihnen haben schon sehr lange keine Schule mehr besucht. Sie leiden besonders unter den Strapazen der Flucht. Ursache dieser Massenflucht ist der Krieg in Syrien. 2011, zu Beginn des arabischen Frühlings, kam es zu Demonstrationen gegen den syrischen Machthaber Assad. Aus dem Protest wurde ein Bürgerkrieg, der jetzt schon fast 5 Jahre dauert. Das Ausmaß der Zerstörung wird immer schlimmer. Die Flüchtlinge haben ihre Hoffnungen begraben, bald wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können. Im Bürgerkriegsland selbst leisten die SOS-Kinderdörfer verstärkt Nothilfe für Kinder und Familien. Zum einen versorgen sie die Menschen mit Nahrung und Hilfsgütern. Zum anderen unterstützt die SOS-Nothilfe vor allem Kinder, die ihre Eltern verloren haben oder von ihnen getrennt wurden. Aber auch im Nachbarland Libanon ist SOS seit Jahren aktiv. Hierher flüchteten etwa 1,5 Millionen Syrer. In einem Land, das halb so groß wie Hessen ist und 4,5 Millionen Einwohner hat. Und das sind nur die registrierten Flüchtlinge. Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass wir so eine Krise haben, bei der die Flüchtlingszahlen rund 35% der Bevölkerung ausmachen. Amar ist 11 Jahre alt. Sein Vater wurde in Syrien getötet. Mit seiner Mutter und 3 Geschwistern lebt er in einem Flüchtlingshaus in der libanesischen Hauptstadt Beirut. Amar erzählt uns, dass er nicht in die Schule gehen kann. Dabei möchte er so gerne einmal Lehrer werden. Amar zeigt uns die Unterkunft. Sein Auge wurde bei einem Bombenangriff verletzt und müsste dringend operiert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass er es verliert. Doch seine Mutter weiß nicht, wie sie das Geld aufbringen soll. Amars Traum von einem Lehrerdasein ist in weite Ferne gerückt. Statt zur Schule zu gehen, arbeitet er, um seine Mutter und seine 3 Brüder zu unterstützen. Er durchwühlt regelmäßig Müll nach etwas Verwertbarem. Laut UNICEF besuchen etwa 200.000 schulpflichtige Flüchtlingskinder im Libanon keine Schule. Die SOS-Kinderdörfer weltweit kümmern sich seit Jahren im Libanon um Kinder und Jugendliche, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind. Im Fokus stehen Kinder, die ohne Eltern sind oder von ihren Familien getrennt wurden. Hier in dem Übergangsheim dürfen Kinder wieder Kinder sein. SOS bietet psychosoziale Unterstützung an und bemüht sich, getrennte Familienmitglieder wieder zusammenzuführen. Hier ist für viele Kinder nach jahrelangem Ausnahmezustand wieder ein Alltag möglich, der zumindest etwas Halt gibt. Doch viele Syrer im Libanon wollen nur noch eins: möglichst schnell weg. Und reisen über die sogenannte Balkanroute in den Norden.
Überall entlang der Transitstrecken unterstützen die SOS-Kinderdörfer weltweit mit zahlreichen Nothilfeprogrammen die Kinder und Familien auf der Flucht. Eines der Durchgangsländer ist Mazedonien. In diesem Land, das kaum humanitäre Hilfe leisten kann, kommen täglich tausende Flüchtlinge an. Meistens haben sie nur das Gepäck bei sich, das sie tragen können. Wir sind seit 5 Tagen unterwegs. Und jetzt sind wir in Mazedonien. Und besonders für die Frauen und Kinder ist es so hart. And the children and women, so tired. Auch hier im mazedonischen Gevgelija stehen die SOS-Kinderdörfer weltweit den Familien bei. SOS versucht hier vor Ort zu helfen. Wir haben in den letzten Wochen vor allem versucht, die Kinder zu unterstützen. Wir verteilen Babynahrung und Windeln. Wir verteilen solche Artikel. Sowas alles wird gebraucht. Im Lager wurde ein Zelt nur für Kinder errichtet, damit sie dort spielen können. Für die Kleinen bedeutet das eine Auszeit vom Ausnahmezustand. Denn insbesondere sie leiden unter den Strapazen der Flucht. Kinder leiden sehr oft an Fieber, Durchfall. Sie leben hier unter schwierigen Bedingungen. Wir haben hier gerade eine Mutter gesehen, die ihr Baby in einer Plastiktüte transportiert hat, das keine Kleidung getragen hat, nur ein T-Shirt. Hier wird sehr viel Hilfe gebraucht. Kinder auf der Flucht. Und es fehlt an allem. Belgrad, die Hauptstadt Serbiens, ist eine weitere Durchgangsstation für die Flüchtlinge. Täglich kommen auch hier neue Flüchtlinge an. Am Hauptbahnhof warten sie auf eine Möglichkeit, weiter bis zur ungarischen Grenze zu kommen. Schon vor Monaten wurde der Park in ein Zeltcamp umgewandelt. Für alle ist Serbien nur Transitland. Zur Soforthilfe gehört in Belgrad ein SOS-Spielebus, der Aktivitäten für Flüchtlingskinder anbietet. Auch hier wird SOS in den kommenden Monaten Flüchtlingsfamilien mit dringend benötigten Hilfsgütern versorgen. Laila, 37, und ihre 2 Söhne sind schon seit 1 Monat unterwegs. Ihr Mann und ihre 2 Töchter sind in Syrien geblieben. Wir haben unser Land wegen der Armut und des Krieges verlassen. Die Situation in Syrien ist katastrophal. Wir haben kein Geld und mein Mann ist immer noch in Syrien. Meine Schwestern sind noch in Syrien. Eine studiert und die andere ist erst 11 Jahre alt. Das Härteste ist für mich, dass ich von meinem Vater und dem Rest meiner Familie getrennt bin. Noch ist es möglich, unter freiem Himmel zu schlafen. Aber nach der großen Hitze im Sommer droht jetzt den Menschen witterungsbedingt in den nächsten Wochen und Monaten Regen und Kälte. Die 28-jährige Heba will mit ihrem Mann und ihren 2 Kindern weiter nach Holland, Belgien oder Deutschland. Unser Haus wurde zerstört. Mein Auto, mein Büro, alles. Die Kinder üben und können die Sprache, die universell und überall willkommen ist: Fußball. Die SOS-Kinderdörfer weltweit werden weiter entlang der Transitstrecken Hilfe anbieten. Sie richtet sich vor allem an die besonders Schutzbedürftigen, unbegleitete Kinder, an die Kleinen und Kleinsten, an Mütter mit Babys, Kinder mit Behinderungen und schwangere Frauen.